ihr habt wahrscheinlich verstanden, dass alles sehr zusammenhängt in unserem Körper. Что когда второй подбородок либо dass wenn ihr zum Beispiel ein Doppelkinn habt oder dass sobald eures Gesichts nicht mehr so schön ist, нужно работать животом. Dass ihr dann mit dem Bauch arbeiten müsst. Когда болит спина, нужно работать животом. Auch wenn der Rücken schmerzt, müsst ihr mit dem Bauch arbeiten. Когда плохое зрение, тоже нужно работать животом. Wenn ihr schlecht seht, müsst ihr auch mit dem Bauch arbeiten. С животом вообще всегда нужно практически работать. Mit dem Bauch muss man immer arbeiten. И мы уже начали затрагивать тему, что в животе наша жизнь, и также много эмоций находится в нашем животе. Wir haben schon das Thema angefangen, dass viel in unserem Bauch gespeichert ist und vor allem viele Emotionen. Lasst uns die Organe durch. Тот, кто занимается восточной медициной, тот знает, да, кто знает про каналы, он знает то, что большинство каналов у нас проходит по животу. Wer sich mit fernöstlicher Medizin beschäftigt und auskennt, weiß, dass viele Kanäle eben über den Bauch laufen. Мы сильно глубоко не будем в эту тему уходить, в тему меридианов каналов. Wir werden uns jetzt nicht zu tief in das Thema der Meridiane und Kanäle hineinbegeben. В общем, они проходят у нас по животу, и воздействуя на эти каналы, мы можем воздействовать на этот орган. Auf jeden Fall laufen sehr viele Kanäle über den Bauch und wenn wir Einfluss auf diese Kanäle nehmen, können wir auch auf die Organe Einfluss nehmen. Mal sehen, wie viel Zeit bleibt. Wenn noch Zeit übrig ist, können wir noch intensiver in das Thema einsteigen. Уделим время эмоциям. Вот, например, когда самое распространенное, наверное, для всех, это вот желчный человек. Widmen wir uns den Emotionen. Vielleicht kennt ihr das, die Begrifflichkeit, dass es ein Gallenmensch ist. Wenn es zum Gallenstau kommt, dann ist der Mensch häufig so böse und vielleicht zornig. Alles passt ihm dann nicht. Er tut dann gern andere irgendwie angreifen oder hat große Ansprüche. Тут больше всего не проблема в характере, а больше проблема в том, что человек плохо. Внутренние органы, у них нет рта, да, как бы, они с нами не могут общаться. In erster Linie liegt es dann aber nicht daran, dass der Mensch so einen Charakter hat, sondern dass er Probleme mit seinen Organen hat, denn unsere inneren Organe haben keinen Mund und können nicht mit uns kommunizieren in dem Sinne, also sprechen. Чтобы как-то во внешнюю среду сообщить, что что-то не так, это происходит через эмоции. Aber um uns mitzuteilen, dass etwas nicht stimmt, passiert das über die Emotionen. Ну, про желчный пузырь мы про печень уже поговорили, а вот агрессия – это тоже проявление избыточной энергии в печени. Über die Galle und die Leber haben wir schon ein wenig gesprochen, aber zum Beispiel wäre Aggression auch ein Zeichen dafür, dass es kommt noch Energie, ne? Да. Dass zu viel Energie in Leber und Gallenraum ist. Ну, такие люди, как правило, они могут злоупотреблять жирной пищей. Oft können solche Menschen dazu neigen, zu viel fettiges Essen zu konsumieren. Алкоголем. Alkohol zu trinken. Либо у них конституция питта. Oder sie haben eine Pitta-Konstitution. У них много огня. Sie haben sehr viel Feuer. Могут испепелить своим взглядом. Sie können einen mit ihrem Blick sozusagen verbrennen oder vernichten. Но здесь как бы проблема в том, что агрессия, она всегда переходит в депрессию. Das Problem liegt darin, dass Aggression immer in Depression überwachsen kann, sich umwandeln kann. И если в состоянии, когда у человека агрессия, мы можем с ним поработать, мы можем делать ему массаж живота, мы можем назначить какие-то фитопрепараты, да, мы можем просто высвободить, освободить вот эту печень, убрать этот гепатоз. Und während wir mit einem Menschen, der zur Aggression neigt, noch gut arbeiten können, indem wir seinen Bauch massieren, seine Leber befreien, ihm vielleicht irgendwelche Mittel geben, die das unterstützen, то, когда у человека депрессия, то есть энергия ушла из органа.
so ist es wiederum bei einer Depression nicht mehr so einfach der Fall, denn da hat die Energie das Organ einfach verlassen. И тут уже тяжелее работать с человеком. Und hier ist es schon schwierig, mit den Menschen gut zu arbeiten. Поэтому депрессии, они такие затяжные, они, к ним человек возвращается, потому что лечат депрессию само по себе таблетками. So ist es so der Fall, dass bei einer Depression es ja oft so ist, dass die Depression immer wieder kommt und oft so irgendwie sich so zieht und der Mensch immer wieder darin verfällt. У лекарств у них часто бывает побочный эффект воздействия на печень. Und meistens behandelt man ja die Depressionen mit Medikamenten, also mit Tabletten, und die haben wiederum oft einen negativen Einfluss auf die Leber. Большинство медикаментов они обладают холодной природой, а печень она у нас такая горячая. Die meisten Medikamente haben eine kalte Natur und unsere Leber hat aber eine sehr heiße, also warme Natur. И если мы, у нас энергия ушла, печень стала холодной, а еще холодные лекарства, то есть она вообще становится ледяной. Also wenn unsere Energie die Leber verlassen hat und dann kommen dort noch kühlende Medikamente dazu, dann wird unsere Leber komplett eisig sozusagen. Очень тяжело работать с такими людьми, их нужно возвращать вот этот огонь пищеварения. И тогда все как бы станет хорошо. Mit diesen Menschen ist es sehr schwer zu arbeiten. Man muss wieder das Feuer in diesen Menschen und in sein Leben bringen. Ну, простой пример, когда у человека депрессия, когда у него плохое настроение, он не хочет кушать. Согласны с этим? Man muss sein Verdauungsfeuer wieder aktivieren, denn es ist ja ganz oft so, wenn ein Mensch Depression hat, mag er auch nicht mehr so viel essen. Seid ihr einverstanden? Нет аппетита. Нету огня пищеварения. Der Mensch hat keinen Appetit mehr, weil er kein Verdauungsfeuer mehr hat. И зная вот эту особенность, мы можем дать, например, какие-то специи, либо поработать, дать тепло, положить просто теплую грелочку к печени, и человеку станет эмоционально хорошо. Und wenn ihr diese усилится вот этот огонь пищеварения. Besonderheiten unseres Körpers und der Emotionen kennt, dann könnt ihr besser handeln und könnt zum Beispiel den Menschen einfach irgendwie ein warmes Tuch oder eine Wärmflasche auf die Lebergegend legen, um sie wieder ein bisschen anzuheizen. Deswegen ist es gut, sozusagen, wenn ein Mensch schön aggressiv ist. Denn es ist besser, zum Beispiel für Inga als Arzt, wenn der Mensch aggressiv ist, als wenn er depressiv wäre. Еще одна эмоция, тоже распространенная, это страх. Eine weitere weit verbreitete Emotion ist die Angst. И он опять у нас сохраняется в животе. Und auch diese Emotion wird im Bauch gespeichert. Когда нам страшно, как мы делаем? Wenn wir ängstlich sind, wie machen wir da? Зажимаемся, да? Страшно, когда мы спрятались, мы сложились. Verstecken wir uns, machen wir uns klein vielleicht. Это будет, эта эмоция, страх у нас связан с почками. Die Angst steht in Verbindung mit den Nieren. И начинает страдать почки, начинается какая-то недержание мочи, либо воспаление, там пиелонефрит и так далее. Unter Ängsten leiden sehr die Nieren und es kann dazu kommen, dass man den Urin nicht mehr halten kann, zum Beispiel. Почки отвечают также за такие эмоции, как мягкость, спокойствие и осознанность. Ebenfalls sind die Nieren für Emotionen wie Weichheit, innere Ruhe, Bewusstsein oder Aufmerksamkeit zuständig. Здесь тоже с бдительностью нужно не переборщить. Hier sollte man es auch nicht übertreiben mit wie man an die Sache rangeht, wie man sie beäugt. Как и с мягкостью, да? Нужно быть чрезмерно мягким, иначе, вот как я бы на печени вам объяснила, у нас бывает состояние, когда у нас много энергии, состояние, когда мало энергии. То есть и то, оно не будет хорошо. Es ist wichtig, hierbei zu verstehen, dass man weder in die eine Richtung noch in die andere übertreiben sollte. Also weder zu viel Weichheit noch zu viel Härte sind gut. Weil beides bringt ja eine Disbalance. Also entweder ihr übertreibt es mit der Energie oder entzieht die Energie durch diese Emotionen. Deswegen muss man emotional auf, darauf achten, ausgewogen und ausgeglichen zu sein. Sucht euch einen Mittelweg in euren Emotionen.
Канал почек у нас, почки у нас идут совместно с мочевым пузырем. Der Nierenkanal ist verbunden mit, oder ist sozusagen beides auf einem Kanal mit der Blase. Ну, простой пример. Человек испугался и обмочился. То есть... Genau, ein einfaches Beispiel. Der Mensch hat sich erschrocken und sich deswegen in die Hose gemacht. Это известный пример. Das ist ein bekanntes Beispiel. Печень у нас связана с желчным пузырем, но тоже, я думаю, вам как бы понятно. Die Leber ist verbunden mit der Gallenblase, das ist euch sicherlich auch klar. Сердце у нас связано с тонким кишечником. Das Herz ist verbunden mit dem Dünndarm. И как вы думаете, за какие эмоции отвечает наше сердце? Was denkt ihr, für welche Emotion ist unser Herz verantwortlich? Любовь. Ja, für die Liebe. Радость, энтузиазм, искренность. Für Freude, Enthusiasmus, Aufrichtigkeit. Когда энергии в сердце мало, то это нетерпимость, раздражительность, жестокость и насилие. Wenn zu wenig Energie im Herzen ist, dann kommt es zu Ungeduld, Gereiztheit, Härte und Gewalt. То есть, например, человек издевается над животными, потому что у него такой характер, бывает просто недостаточно энергии в сердце. Es kann sein, dass ein Mensch zum Beispiel dazu neigt, irgendwie Tiere zu quälen, und das rührt auch nicht unbedingt von seinem Charakter her, sondern weil er zu wenig Energie im Herzen hat. То есть, мы все рождаемся с одинаковым набором генов, да? Мы не рождаемся с негативом. Это просто происходит в жизни, в процессе жизни. Wir werden alle mit einer ausreichenden Anzahl an Elementen geboren, aber im Verlauf des Lebens kann es sein, dass Energie einfach bestimmten Bereichen entzogen wird oder es zu Disbalancen kommt. Но также, опять же, нельзя всех любить подряд или слишком много любить какого-то конкретного человека. Aber ebenso sollte man nicht einfach alles der Reihe nach lieben oder einen Menschen zu sehr lieben. Много энергии будет находиться в сердце, и мало энергии достанется тонкому кишечнику. Denn es wird sehr viel Energie im Herzen sein und zu wenig Energie im Dünndarm. Поэтому все влюбленные тоже голодные, они не хотят есть. Deswegen ist es auch oft so, dass Leute, die verliebt sind, auch wenig essen, weil sie keinen Hunger haben. Denn sie haben zu viel Energie im Herzen, aber sie können nicht über Materielles nachdenken. Aber eigentlich liegt es daran, dass einfach nicht genug Energie vorhanden ist. Die Lungen. Hängt zusammen mit dem Dickdarm. Ну, здесь очень все просто. Если недостаточно воздуха, скорее всего, будут частые запоры. Hier ist alles ganz einfach. Wenn nicht genug Luft vorhanden ist, dann wird es wahrscheinlich häufig zu Verstopfungen kommen. Поэтому те, у кого есть такие проблемы с запорами, надо больше дышать свежим воздухом. Die, die also Probleme mit Verstopfungen haben, sollten öfter an die frische Luft gehen und atmen. За какие органы отвечают, ну, начать с дыхания, а потом уже можно слабительное. Man sollte mit der Atmung anfangen und dann schon härtere Maßnahmen beanspruchen. Aber erstmal durch die Atmung probieren. За какие эмоции отвечают легкие? Für welche Emotionen sind die Lungen verantwortlich? Смелость, справедливость, благородство. Mut, Gerechtigkeit, Erhabenheit. Когда недостаточно энергии, это грусть и печаль. Und wenn zu wenig Energie vorhanden ist, dann Trauer bzw. Traurigkeit, so eine Sehnsucht. Те, кто любит грустить и печалиться, помните про то, что вы можете вредить своим легким и вредить своему толстому кишечнику. Die, die gerne trauern und in irgendwelchen Sehnsüchten so Zeit verbringen, denkt daran, ihr könnt dadurch eurem Dickdarm und euren Lungen schaden. Не смотрите печальные новости, это может привести к либо к болезням в легких, либо к запору. Schaut euch lieber keine traurigen Nachrichten an, weil das kann dazu führen, dass ihr Lungenprobleme bekommt oder Verstopfungen. Желудок у нас связан с селезенкой, с поджелудочной железой. Der Magen ist verbunden mit der Bauchspeicheldrüse. Эмоции, честность, открытость, сострадание. Die, und mit der Milz, Magen, Milz und Bauchspeicheldrüse. Und das ist verbunden mit den Emotionen von Offenheit, Ehrlichkeit, Mitgefühl oder Mitleid. Когда недостаточно энергии, это беспокойство, тревога и сожаление.
Und wenn nicht genug Energie vorhanden ist in diesem Bereich, dann kommt es zu Unruhe oder Bedauern? Ну, тоже, я почему говорю про эмоции, потому что когда к вам приходит человек, ну, это больше касается, наверное, профессионалов, приходит человек и начинает рассказывать, вот, я хотела к вам прийти еще месяц назад, а я не пришла, потому что у меня не было времени, и то одно, то второе, то третье, то есть человек очень много сожалеет, и... Das wird vielleicht eher die Profis unter euch betreffen, aber vielleicht kennt ihr solche Klienten, die kommen und sagen, so, eigentlich wollte ich schon vor einem Monat zu euch kommen, zu ihnen kommen, aber ich hatte keine Zeit oder es war dies oder es war das. Und so ein Mensch, der viel bedauert, das ist ein Mensch, der wahrscheinlich Probleme mit diesen Bereichen hat. И, как правило, никто не любит говорить по-честному, как у него проблемы с животом. Inga hat meistens weibliche Klientinnen, deswegen wird sie jetzt Beispiele über Frauen erzählen. Например, женщина приходит, начинает жаловаться на своего мужа. Zum Beispiel kommt eine Frau und fängt an, sich über ihren Mann zu beklagen. Ну, это будет скверный вот такой характер, да? Все не так, все не то. Alles passt ihr nicht, sie ist so, ja, dass ihr einfach nichts passt, was ihr Mann macht. Застой же лучше, да? Нужно дать стакан горячей воды 50 градусов и уже наметить план, как мы будем работать. Was muss man machen? Es ist eindeutig, sie hat Stau der Gallenflüssigkeit, Gallenstau, und das bedeutet, man muss ihr ein heißes Glas Wasser geben, 50 Grad, und schon einen Plan machen, wie wir weiter mit dem Bauch arbeiten werden. Если она мне начинает рассказывать, что она там боится, я так боюсь, я так боюсь. Вот, над этим работаю, я так боюсь, и всего она там, я боюсь, то значит, не хватает энергии в почках. Wenn sie kommt und anfängt, die ganze Zeit zu erzählen, wovon sie alles Angst hat, dann bedeutet das nicht genug Energie in den Nieren. Я уже специально для почек ей положу какой-нибудь, например, погрею камни и тепло укутаю ноги. Extra für die Nieren kann Inga dann schon irgendwie warme Steine vorbereiten, die sie dann zu ihren Füßen legt und mit einem Handtuch einwickelt. Ну, либо если у человека проблемы с толстым кишечником. Oder wenn ein Mensch Probleme mit dem Dickdarm hat. Я уже знаю, что этот человек любит грустить. Dann weiß Inga schon, dass dieser Mensch gerne trauert. Я уже просто готова слушать грустные истории. Sie bereitet sich schon darauf vor, traurige Geschichten zu hören. Мы будем работать с толстым кишечником, и я просто знаю, что мне нужно послушать какую-то одну грустную историю, а то и не одну из жизни. Und während sie mit dem Dickdarm arbeitet, weiß sie schon, sie wird wohl ein oder ein paar mehr traurige Geschichten aus dem Leben des Menschen hören. И когда мы, например, заканчиваем работать, то вот эти эмоции, они меняются. Человек становится хорошо, он становится расслабленным. И у него уходит и страх, и тревога. Und am Ende der Behandlung ändern sich diese Emotionen und meistens geht es dem Menschen viel besser, die Ängste gehen weg. Und er wird eher so froh und hat keine Unruhe mehr. Вроде бы пришел на массаж живота, а тут все так изменилось. Мир засиял другими красками. Er dachte, стало интересно. Der Mensch dachte vielleicht, er kommt nur zu einer Bauchmassage, aber plötzlich nach der Massage verändert sich das ganze Leben. Die Welt erstrahlt in neuen Farben und alles ist viel positiver als vorher. Все думают, что это такая магия. На самом деле это просто обычное, как обычное знание. Знание работы с каналами и знание вот этой взаимосвязи. Dann denkt man vielleicht, okay, das ist irgendwie eine Magie, aber in Wahrheit ist es einfach nur das Wissen über die Arbeit mit den Kanälen und die Wirkung und die Verbindung zwischen den Organen и und den Emotionen. Я думаю, что если бы обычные врачи работали так, то они бы предугадывали болезнь, да, когда человек приходит, начинает тревожиться, да, и мы уже знаем, надо спросить, а нормально ли он ходит в туалет, а нет ли часто у него респираторных заболеваний. Würden jetzt normale Ärzte, also alle Ärzte dieses Wissen haben, dann könnten sie schon bestimmte Krankheiten im Voraus erkennen oder sehen, bevor sie sogar sich richtig manifestieren, indem sie schauen, okay, wie ist die Befindlichkeit oder welche Emotionen zeigt der Mensch. Und was schlussfolgere ich daraus? Vielleicht muss ich ihn fragen, ob er Probleme jetzt mit
Nieren hat oder so, um daraus dann eine weitere Behandlung abzuleiten. То есть мы еще на таком этапе можем легко решить вопрос, легко решить проблему с помощью массажа, например, либо фитопрепарата. Auf dieser Etappe, wenn wir frühzeitig erkennen, zu welchem Problem es kommen kann, können wir noch sehr gut und einfach behandeln, zum Beispiel mit einer Massage. Но, как правило, врачи уже лечат конкретную болезнь, когда мы уже там видим, что, ну да, явно воспаление, мы видим это на рентгене, либо мы видим это на УЗИ. Aber leider behandeln die Ärzte meistens erst dann und dann intensiv mit Medikamenten etc., wenn das Problem schon unübersehbar ist, also wenn es zu eindeutigen, unsichtbaren Entzündungen kommt oder man das auf dem Röntgenbild oder auf dem Ultraschall schon erkennen kann. Ja, ну, надеемся, что когда-нибудь медицина современная придет к этому симбиозу, потому что мы в восточной медицине давно это используем. Aber wir werden hoffen, dass die Medizin bald zu dieser Symbiose findet, denn in der fernöstlichen Medizin benutzen wir dieses Wissen schon lange.